Samstagnachmittag im zweiten Jahr der Pandemie. Sonnenschein und wütende Menschen. Eine Demo schon wieder. Ich habe da ein Problem. Und zwar folgendes. Ich bin ein simpler Mann mit simplen Glaubenssätzen. Ich glaube nämlich an Fakten. Ich glaube an die Wissenschaft. Und leider glaube ich bei diesem Anblick auch, dass immer weniger Menschen diesen Glauben mit mir teilen. Überall Verschwörungsgeschwurbel. Als ORF-Mitarbeiter da reingehen? Im besten Fall werde ich ignoriert, im Regelfall angepöbelt oder attackiert. Deswegen übernimmt diesen Job heute ein jüngerer Kollege für mich. Vielen Dank. Wollen wir einen neuen Kommunismus 2.0? Ich nicht. Ich nicht. Und Tirol sicherlich auch nicht. Gell? Das heißt, für Sie ist es eine Bedrohung? Natürlich ist es eine Bedrohung für die ganze Welt, weil es eine New World Order ist. Eine quasi Machtübernahme von Diktatoren, die sich in unsere Herzen einschleichen wollen. Es sind immer dieselben, die ganze Elite in der Welt, die alles in der Hand haben schon, das weiß man doch. Die ganzen Kriege organisieren, die NATO, die ganzen Kriege in den Osten gemacht hat, Jugoslawien. Und sie sind immer gegen das Volk. Ich glaube, wenn sie den scheiß Virus nicht erfunden hätten oder gar nicht in die Medien gebracht hätten, war alles genauso obergrenzt wie sonst. Das haben wir alles in verschiedenen Interviews gehört, dass zum Beispiel die nächste Pandemie auf uns wartet, dass das jetzt eine Probepandemie, eine gute Probe ist für die eigentliche Pandemie, die kommen wird. Na gut, viele Menschen haben Angst um ihre Existenz, um ihre Freiheit, eventuell auch um ihre Gesundheit. Ich habe übrigens auch eine Angst, dass diese Verschwörungsideologen die Demokratie zerstören. Aber bevor ich hier mitspaziere, spaziere ich lieber davon. In den Prater. 255 Jahre ist sie alt, diese Fantasiewelt im Lockdown-Schlaf. Aber ja, auch hier überall Hinweise auf dunkle Mächte und sinistre Verschwörungserzählungen. Werden wir von Reptiloiden kontrolliert? Verbrutzelt uns 5G das Hirn? Leben wir in einer Simulation? Oder ist die Welt, die übrigens flach ist, einfach schlecht? Wo fängt sie an, die Reise zur Endstation Verschwörung? In unserem Film im Wurstelbrater. Wir finden, dass sie dort gut aufgehoben ist, im Reich der Fantasie. Der Zug, der vor den Himmel, der Zug, der vor den Himmel, der Zug, der Zug, der vor den Himmel mit lauter Gute und keine Schlimmen. Der Zug, der vor dem Himmel, der Zug. Am Anfang steht die Welt, wie sie nun einmal ist. Verschwörungen, die gibt es. Rauchen sei zum Beispiel nicht ungesund, hörten wir noch vor wenigen Jahrzehnten. Diese Lüge verbreiteten die größten Zigarettenkonzerne gemeinsam und systematisch, jahrzehntelang. Und bis vor wenigen Jahren galten Menschen, die ihre Webcams zupickten, als leicht paranoid. Dann kam Edward Snowden und teilte uns mit, tatsächlich, wir werden dauerüberwacht. Die Mächtigen, die Eliten, ja, sie bauen schon auch einmal Mist, immer wieder. Kein Wunder, dass viele Menschen daran glauben, dass wir nur Spielfiguren in einer Welt voller Lügen wären. Und das nicht erst, seitdem ein Virus unser Leben beherrscht. Aber zuerst zu Grundlegendem. Was ist eine Verschwörungstheorie-Erzählung? Nichts ist, wie es scheint. Also es gibt eine offizielle Erzählung, man blickt hinter die Kulissen und entdeckt einen ganz neuen Zusammenhang. Alles ist miteinander verbunden. Das wäre dann die zweite Kategorie. Und die dritte ist, es gibt keine Zufälle. Das heißt, es hat immer alles Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Es gibt immer nur die eine Ursache. Es geht sehr stark immer um den Begriff der Wahrheit. Das ist ganz wichtig in Verschwörungstheorien. Und diese moralische Unterscheidung, was ist gut und was ist böse. Verschwörungstheorien geben somit auch die Antwort darauf, warum passieren guten Menschen böse Dinge. Gut, böse, schwarz, weiß. So sah die Welt hier irgendwo in Oberösterreich einmal auch für ihn aus. Gerald, ein Ex-Verschwörungsjunkie, heute aber in diesem Sinn trocken. Seine Einstiegsdroge war 9-11. Er glaubte die offizielle Erklärung nie. Da habe ich Videos geschaut, dass das alles nur Computergrafik ist. Aus irgendeinem Grund habe ich denen das dann an irgendeinem Punkt auch geglaubt. Ja.
Die ersten Bücher, mit denen sie zum Tor gehabt haben, die haben halt davon gehandelt, dass uns die Wissenschaft generell belügen will. Ja. Das, die Entstehung vom Sonnensystem ist eine Lüge, die Gestalt der Erde ist eine Lüge, das Alter der Erde ist eine Lüge, die Medizin ist eine Lüge, 5G-Strahlen hat es damals noch nicht gegeben, aber GSM-Funk, ja, der wollte uns schon töten und vor allem die Bäume auch. Und ja, habt ihr übrigens gewusst, dass die Erde hohl ist und innen nur aus Wasserstoff besteht? Echt, das war. Ich war strunzdumm, hab aber geglaubt, ich bin super gescheit. Ja. Heute versucht Gerald als Ascendancer, so nennt er sich auf YouTube, andere von der Sucht der Verschwörungsfantasien wegzubringen. Er selbst brauchte dafür Jahre. Der erste Schritt, man muss es wirklich, wirklich wollen. Ich habe das Glück gehabt, dass sich mein Freundeskreis zu der Zeit schon massiv geändert hat. Ja, das heißt, ich habe da diesen Druck aus dem Bekanntenkreis nicht mehr gehabt und habe deswegen da eigentlich heimlich, still und leise austreten können. Es gibt andere Leute, die müssen sich dann von einem sozialen Umfeld verabschieden, weil sie das sonst nicht bewältigen würden. Verschwörungserzählungen, sie liefern ein verkehrtes Bild der Wirklichkeit. Und eines, das auf dem Nährboden der Pandemie Wurzeln schlägt. Gesamtgesellschaftliche Krisen bedingen Verschwörungstheorien von Anfang an. Das sehen wir durch die ganze Geschichte hindurch. Französische Revolution, dann 9/11, Migrationskrise und so weiter und so fort. Das waren immer Ereignisse, Zustände, Entwicklungen, wo Verschwörungstheorien aufgekommen sind. Die Pandemie, weil sie so lange dauert, führt natürlich dazu, dass die Menschen sich vielleicht noch mehr in ihre Filterblasen zurückziehen, noch mehr in ihre verschwörungstheoretische Community zurückziehen und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass sie auch reale existenzielle Ängste haben. Existenzängste bringen viele Menschen verständlicherweise an ihre Grenzen. Ist die Welt zu komplex geworden? Ertragen wir das Chaos nicht mehr? Oder sind wir einfach mürbe von all den Fragen, auf die wir keine Antworten bekommen? Österreich ist ja das Land der Untersuchungsausschüsse, der geschredderten Festplatten und des Amtsgeheimnisses. Österreich ist zusammen mit dem Inselzwerg Palau das Schlusslicht im Global Right to Information Ranking des Center for Law and Democracy. Es bleibt also ausreichend Platz für Spekulationen, auch in nicht-irdischen Belangen. Gensendorf in Niederösterreich ist für die UFO-Forschung von größter Bedeutung. Denn hier in Gensendorf befindet sich einer der beliebtesten Landeplätze für fliegende Untertassen. Herr Brettschneider, warum glauben Sie, fliegen die Untertassen so gern nach Gensendorf? Aber kritisch und skeptisch zu sein, ist per se nichts Schlechtes. Selbst wenn es um die Frage geht, ob wir alleine sind im Universum oder eben nicht, wer weiß das schon. Psychologin Ulrike Schießer von der Bundesstelle für Sektenfragen weiß, wo sie liegt, die Grenze zwischen gesundem Misstrauen und einer Verschwörungsmentalität. Wenn jemand Maßnahmen der Regierung kritisiert und sagt, die sind nicht verhältnismäßig, die sind falsch, dann ist das einfach nur eine Kritik. Das ist keine Verschwörungstheorie. Jemand, der so denkt, ist jemand, der kritisch denkt, der Dinge hinterfragt. Und es ist unglaublich schade, wenn so eine Person uns verloren geht an Verschwörungstheorien. Wir brauchen die Leute, die kritisch sind. Aber wenn die Person jetzt in einer Verschwörungstheorie absteigt, dann hilft uns das nicht mehr in der Gesellschaft. Der ist in einem Märchen gefangen. Und diese Filterfunktion, die diese Personen haben, die einfach ein bisschen aufpassen, geht verloren. Der Filter verstopft. Und wenn so ein Filter verstopft, dann trifft das auch Angehörige. Anna Meyer, wir kennen ihren echten Namen, sorgt sich um ihre Mutter. Die ist in Oberösterreich eine Art Kult rund um eine Frau, die sich Medium nennt, verfallen. Man schmiert sich Wunderöle ein, einigt sich auf Verschwörungserzählungen und singt gemeinsam Elvis Presley, weil der lebt noch. Was ist geschehen? Wie äußert sich das? Also ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich mich für die Impfung vorangemeldet habe und dass ich mich regelmäßig testen lasse. Und das heißt gar nicht gut, weil in dieser Sekte und Glaubensgemeinschaft faktisches Wissen einfach komplett nichts wert ist. Wie gehen Sie mit Ihrer Mutter um? Mir persönlich fällt es sehr schwer, mit ihr irgendeine Gesprächsbasis zu finden, weil ich mit ihr überhaupt nicht mehr diskutieren oder argumentieren kann. Ein schneidendes Erlebnis war eine Zusammenkunft von mehreren Anhängern, bei der ich anwesend war.
wo sie den Sturm aufs Kapitol in Amerika gut geheißen haben und gemeint haben, sowas bräuchte man in Österreich auch und man müsste die Regierung stürzen. Also sie sind generell wirklich, also sie zeichnen sich durch starke Regierungsfeindlichkeit aus und sie werden sie auch auf den Corona-Demos finden. Wie viel Zeit verbringt denn Ihre Mutter in dieser Umgebung, in dieser sektiererischen Gemeinschaft? Ist das wie ein Schachverein oder ein Fußballclub, wo man einmal am Wochenende kickt oder so? Wie viel Zeit ist sie da drin in diesem Netzwerk? Wie viel Zeit man dort verbringt, hängt hauptsächlich davon ab, wie viel man bereit ist zu zahlen. Also Zugang zu Frau ist über die Geldtasche? Genau. Das ist aber relativ unchristlich. Sie sind verzweifelt, das entnehme ich Ihrer Schilderung. Wie verzweifelt sind Sie? Ich würde schon sagen, dass ich ein Level erreicht habe, wo ich bereit bin, vielleicht sogar zu sagen, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter vollständig abbrechen werde. Darf ich es zusammenfassen mit einem Wahnsinn? Ja. Ja. Familienkrisen und zerstörte Freundschaften, verhärtete Fronten, Land auf, Land ab. Aber was ist zu tun? Kann man noch reden mit Verschwörungsideologen, mit Schwurblern? Und wenn ja, wie? Bringt das überhaupt noch etwas? Wenn Leute zum Beispiel Verschwörungserzählungen stark glauben, dann haben sie oft ein extremes Bedürfnis, das allen zu erzählen und auch sie wollen, dass andere das auch wahrhaben. Mhm. Und das heißt, man wird dann auch schnell, es wird schnell emotional. Das heißt, du bist ja auch verblendet, du bist ein Mitläufer, du bist ein Schlafschaf. Und das Problem ist auch, die andere Seite, die dann entgegnen wollen, die sind auch oft so schnell erhitzt, dass man sagt, geh bitte, du bist ein Covidiot, nimm den Aluhut runter. Und dann zerbricht etwas. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, wenn ich in meiner Familie wen habe, der oder die sowas glaubt. Dass man zwar in der Sache widerspricht, aber der Person Wertschätzung zeigt. Es treffen natürlich zwei Extreme aufeinander. Der Verschwörungserzählung anheimgefallene Person und die anderen, die sagen, das kann ja nicht wahr sein. Das Problem ist, wir sind beim Diskutieren oft von der Idee getrieben, dass man siegen möchte. Und wenn ich versuche zu siegen, dann wird es schnell heiß. Wenn ich aber andere Ziele mir setze, wie zum Beispiel einfach mal das gemeinsam durchdiskutieren und schauen, wo ist es nicht mehr logisch, was da alles kommt, kann ich es eher erreichen. Also wenn ich immer versuche, Recht zu behalten, werde ich oft scheitern beim Diskutieren. Faktenchecker, die versuchen mit Logik und guten Argumenten die Welt wieder etwas gerade zu rücken. Aber selbst für sie dreht sich alles immer schneller und manchmal eben auch im Kreis. Auch für die beiden Erklärbären der Nation, Wissenschaftsjournalist Günther Meyer und Politikanalyst Peter Filzmeier. Momentan nicht unbedingt ein einfaches Leben. Was macht einen guten Faktenchecker eigentlich aus? Ich denke, er muss gute Quellen haben, auf die er sich verlassen kann. Er muss ein gutes Netzwerk haben. Und er muss wissen, wem er vertrauen kann von den Informanten. Ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste. Und er muss auch in der Lage sein, gerade in der Wissenschaft, auch einmal zuzugeben, dass sich Dinge ändern. Wir sehen das bei Corona jeden Tag. Und wir wissen nicht jeden Tag alles, sondern wir lernen ständig dazu. Und da muss man auch den Mut aufbringen, glaube ich, zu sagen, wissen wir noch nicht. Und das, glaube ich, ist wesentlich. Wie ist es in der Politik? Da ist es ja mehr eine Frage von Ansichten oder Ideen, Ideologien. Also weder in der Politik noch in der Politikwissenschaft gilt, so ist es. Sonst kann ich nur dem Günther zustimmen. Es geht um Quellenrecherche und ich muss als Faktenchecker in der Lage sein, die Seriosität von Quellen zu beurteilen. Es gibt zum Beispiel noch die Internetseite dietotalewahrheit.at, die ist frei. Also wenn du in Versuchung kommst, nur wer dir dann alles glaubt, ist selber schuld. Man sollte sich doch nach Fachzeitschriften richten. www.dietotalewahrheit.at ist frei. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist es frei. Ich habe extra vorher recherchiert natürlich. Und du hast dir mit dir die Domain nicht gesichert? Ich habe sie mir nicht gesichert, die Verlockung war kurz da. Aber irgendwann wird sie dann schon auch beschwerlich, die Reise für unsere Faktenchecker in einer Welt, in der zum Beispiel Falco noch lebt, in der Welt des Aberglaubens. Aber wo übertritt man denn diese Schwelle zwischen Fakt und Fiktion? Sie hat gelesen im Kaffeesud, sie hat gelesen in die Hand. Am Kugeltisch die Karten gelegt, damit man das Schicksal kennt. Die Leute haben gesagt am Wagra, ja pass auf, die Schwarzmarie, das ist keine ungefährliche Alte, verdirbt das besser nie. Ja, die Schwarzmarie.
die Schwarzmarie. Es gibt ein paar Verschwörungserzählungen, die sind, naja, eher lustig. Greta Thunberg zum Beispiel soll eine Zeitreisende sein, Prinz Charles ein Vampir und es gibt Yetis, Reinhold Messner sei Zeuge und natürlich Elvis has never left the building, ist nie gestorben. Viele Einsteigerfantasien ranken sich um Promis und um die Frage, wie oder ob sie überhaupt wirklich zu Tode gekommen sind. In Österreich, genauer gesagt im Süden des Landes, spekulieren manche Menschen noch immer darüber, wie ein gewisser Autounfall tatsächlich passiert sein soll. Verschwörungstheorien sind immer brandgefährlich, immer. Es gibt keine harmlose Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorien unterminieren die Vertrauen, das wir haben ineinander in den Staat. Sie sagen immer, was du da siehst, ist nicht real. Was sie dir sagen, ist alles gelogen. Und sie können in einer Gesellschaft nicht mehr in einen demokratischen Dialog treffen, wenn ihr Gegenüber von einer anderen Realität ausgeht. Und die Verschwörungstheorie ist auch für die Person selbst gefährlich, weil sie sich sozial ins Aus schießen, und zwar total. Im totalen sozialen Aus sitzt auch Gerald damals, als er selbst eintritt in die Welt der Verschwörungsmythen. Ein Freund, zu dem er aufblickt, nimmt ihn dorthin mit. Er erwischt ihn, der heute Tai-Chi-Fan ist, im richtigen Moment. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ganz klar, ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich in unserer Gesellschaft irgendwie verankert bin oder da irgendwas verstehe von dem, was die anderen Leute machen. Das haben Leute in meinem Alter mit 22 Jahren eine Firma gegründet und Sachen gemacht. Und ich bin da gestanden und gesagt, was will ich tun mit meinem Leben? Ich hab's nicht gewusst. Und dann ist eben was dahergekommen, was auf einmal geheißen hat, ja, du hast jetzt ein großes Wissen, das kein anderer hat. Und das hat mich magisch angezogen. Und Gerald zieht auch andere Menschen mit in die Fantasiewelt. Das will er heute wieder gut machen mit seinen Videos, in denen er Verschwörungsideologen bestimmt, aber mit Augenzwinkern widerspricht. Denn er will verhindern, dass es anderen heute so geht wie ihm einst. Das Abdriften schaut so aus, dass man im Prinzip oft einmal als linksesoterischer Freigeist anfängt. Ja? Und es ist, ich habe kein Problem mit einem, der seine Sachen auspendelt oder Windschulrouten geht. Aber man muss sich bewusst sein, dass wenn man dann immer weitergeht und die Medizin will uns töten und du gehst nicht mehr zum Arzt und dann landest bei den Illuminaten. Und wer sind die Illuminaten? Ein paar große jüdische Familien. Dann bist du auf einmal ein Rechtsradikaler, ohne dass du das gemerkt hast. Und das, genau das ist mir passiert. Und ich ärgere mich heute noch ein bisschen, dass ich so deppert war. Aber irgendwann habe ich begriffen, das ist ein Pfad, den du einfach nicht beschreiten willst. Da muss man einfach die Augen aufmachen und aufmerksam sein, dass einem das nicht passiert. Esoterik und Pseudowissenschaftliches, auf den ersten Blick ein harmloses Abgleiten aus der Realität. Ein Favorit in Österreich ist das belebte Wasser. Wasser ist intelligent, Wasser hat ein Gedächtnis. Zumindest, wenn man den Aussagen des Tiroler Unternehmers Grander glaubt. Ein Wasser, was unter Druck ist und in die Leitungen steht, das ist ja tot, wird ja tot. Aha, mit einer Belebungsanlage wird dem toten Quellwasser angeblich neues Leben eingehaucht. Die Hypothese dahinter, Wasser sei nach der langen Reise durch die Leitungen erschöpft. Esoterischer Humbug, sagt die Wissenschaft, ein Auftrag Jesu Christi, behauptete der mittlerweile verstorbene Johann Grander. Also das ist das berühmte Gedächtnis des Wassers. Ja. Jetzt stellt man sich einmal vor, einen Wassertropfen, der kommt aus der Wolke, fällt zu Boden, dann fällt er in das Rax-Gebiet, dann kommt er über die Leitung nach Wien, hat das Becher, landet in einer Toilette in Wien, kommt er dann in den Kanal und dann kommt er in die Kläranlage, dann wird es geklärt, dann kommt er wieder in den Fluss, verdampft wieder und geht nach oben. Was hat sich dieser Wassertropfen davon gemerkt? Hat er Depression von der Kläranlage? Anstrengend war es. Anstrengend war es, ja. Sind wir, seid ihr als Faktenchecker nicht ein bisschen streng? Mein Aberglaube ist so alt wie die Menschheit. Und zwischen Esoterik und Granderwasser, der muss jetzt leider herhalten, der Herr Grander, und einer Verschwörungstheorie ist doch mal ein Unterschied. Das ist die Rutsche in eine Richtung, die gefährlich werden kann. Und da ist aber der Politikwissenschaftler natürlich der, der sagt, das ist demokratiegefährdend schlussendlich. Also persönlich ist meine Toleranzschwelle offenbar niedrig, sagen mir zumindest Freunde, Bekannte und Verwandte. Voll. Also all die altbekannten Kleinigkeiten lässt man Wäsche über Silvester stehen, aufgehängt oder von welcher Seite darf die schwarze Katze kommen, wenn sie meinen Weg kreuzt. Das macht mich ganz gravuttisch und da habe ich eine sehr geringe Toleranzschwelle. Okay, das merkt man, ja. Aber dann bleibt euch beiden jetzt die Frage nicht erspart. Gibt es irgendwas,
wo ihr eure rein wissenschaftlichen und rein empirisch zu überprüfenden Thesen vielleicht persönlich nicht so lebt. Gibt es irgendwas, was du uns erzählen könntest? Da gibt es eine klare Antwort. Alles hat mit Sport zu tun. Ich bin fanatischer Sportfan, vor allem wenn der FC Barcelona spielt. Und wahrscheinlich könnte man mir einreden, wenn man vorher einen Voodoo-Tanz macht, dann gibt es Elfmeter für Barcelona in der 90. Minute. Und ich wäre in Versuchung, das mal auszuprobieren. Das würdest du machen? Nein, ich würde es nicht machen, aber ich hoffe, dass es vielleicht der andere macht. Die Esoterik ist ein lukrativer Markt. Denn der Glaube, der versetzt hier Geldberge. Und wir alle lassen sie wachsen. Die Autobahngesellschaft Asfinag beauftragt zum Beispiel 2005 einen Wünschelroutengeher, um eine gefährliche Unfallstelle auf der S16 in Vorarlberg zu entschärfen. Trotz der dafür verwendeten Mautgelder, einige tausend Euro, gibt es hier weiterhin Unfälle. Aber nicht nur im Westen des Landes setzt man auf Aberglauben. 95.000 Euro Steuergeld. So viel erhält ein ehemaliger Autohändler, jetzt Energiearbeiter, um einen energetischen Schutzring um das Krankenhaus Nord in Wien zu ziehen. Ob der was bringt, wir werden es nie beweisen oder widerlegen können. Grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die an Esoterik glauben, sind oft mehr bereit, auch an irgendwelche übermächtigen Mächte zu glauben, auch an das Böse in der Welt. Und Verschwörungstheorien sagen ja auch, da gibt es was ganz Böses. Also wenn jetzt meine Frau heimkommt und sagt, sie wendet sich der Esoterik zu, muss sie jetzt per se Angst haben, dass sie bald Verschwörerin wird, oder kann man da auch einen anderen Weg finden? Ich würde sagen, derzeit würde ich mir schon in die Richtung Sorgen machen, weil sich das so verstärkt hat, dass in der Esoterik immer mehr von diesen Verschwörungsmythen erzählt werden. Also da gibt es im Moment einen stärkeren Zusammenhang. Und der Konflikt zwischen Glauben und Wissen tobt auch hier in Niederösterreich. Ein 5G-Masten soll errichtet werden und teilt die Bevölkerung in 5G-Fans und 5G-Feinde. Ein erbitterter Kampf zwischen Marersdorf und St. Lorenzen. Zwei Dörfer, getrennt durch einen Hügel, auf dem er stehen sollte, der Mast, der die Zukunft verspricht. Doch jetzt ist Funkstille, zumindest in Marersdorf, zum Leidwesen des Feuerwehrmanns und Bergretters Matthias Stranz. Derzeit habe ich nur Empfang, es zeigt mir eigentlich am Handy nur an, nur Notruf. Und mit dem fange ich eigentlich nichts an, als wir, dass ich nur in Notruf wählen kann. Und da möchte ich die Polizei in St. Pölten. Mehr geht da nicht. Ich bin angewiesen auf ein Festnetz. Aber ich kann mir nicht da oder am Berg oder irgendwo hin ein Festnetz mitnehmen. Das haben sie noch nicht erfunden. Das geht noch nicht. Also kann ich kein Gänger sein von irgendeinem Handymasten oder sonst irgendwas. Weil das Wichtigste im Leben ist derzeit das Handy. Drüben in St. Lorenzen hat sich eine Bürgerinitiative rund um das Ehepaar Kubitschek gegen den 5G-Masten formiert. Zu nah sei er an der Schule geplant. Man sorgt sich um die Gesundheit und ums Ortsbild, denn da passt er auch so gar nicht hinein. Ja, wir wollen einfach unsere schöne Landschaft, die wir da haben, wir wohnen ja bewusst am Land, erhalten und das lebenswert machen. Und auch für unsere Kinder sind wir irgendwie verpflichtet, mehr oder weniger die Landschaft zu erhalten, so wie sie ist. Und nicht alles zu verstrahlen und zu verseuchen. Ich glaube, dass uns da einfach was übergestülpt wird oder vorher vielleicht auch schmackhaft gemacht wird mit den ganzen digitalen Geräten. Und vor allem die Jugend wird da sehr konditioniert drauf, dass man dann ohne dem gar nicht mehr auszukommen scheint. Also ich glaube, dass da schon eine große Lobby dahinter ist, die da das ins Laufen bringt, dass die Menschen da das auch wollen. Zurück in Marersdorf will man bei der Feuerwehr gar keine großen digitalen Sprünge machen. Aber der Informationsgehalt einer Sirene allein ist halt wenig. Derzeit müssen Matthias Stranz und seine Kollegen das Ortsgebiet verlassen, um am Mobiltelefon mehr Informationen zu ihrem Einsatz zu bekommen. Handys retten Leben. Wer keinen Empfang hat, kann auch hier nicht um Hilfe rufen. Ja, die haben Angst vor Krebs. Und was ich was alles, nicht, dann darf ich nicht einmal atmen mehr. Weil schau mal, was in der Luft drin ist alles. Dann darf ich mit kein Auto fahren. Dann darf ich gar nichts mehr. Aber die haben alle ein Handy, die haben alle Auto, die haben alle Einrichtungen daheim. Alles haben sie. Aber wir sind dagegen.
Das Kommunikationsproblem dürfte zwischen Marersdorf und St. Lorenzen allerdings noch viel größer sein. Eines, gegen das wohl auch ein 5G-Mast nichts ausrichten kann. Jeder lebt halt da jetzt für sich dahin. Früher war eben das Kaufhaus da, da hat man sich im Kaufhaus getroffen, hat da Gespräche führen können. Aber ich meine, ich gehe öfter durch den Ort spazieren und denke mir, okay, vielleicht treffe ich da jemanden, mit dem ich ein bisschen plaudern kann. Aber sie sehen eh, da geht niemand. Da trifft man niemanden, mit dem man wirklich kommunizieren kann. Also es ist einfach keine Konfrontation da, weil es keine Möglichkeit gibt. Das Kommunikationsverhalten, das sollte man generell überdenken, so argumentieren die Kubitscheks. Filme am Handy, selbstfahrende Autos, St. Lorenzen schafft das auch ohne. Darüber zu reden, von Angesicht zu Angesicht, wäre dennoch erwünscht. Wir sind ja gesprächsbereit, kompromissbereit, jederzeit offen, dass die Leute zu uns kommen, dass man darüber reden kann. Hat es bis jetzt nicht gegeben. Wir haben einen Infoabend gemacht da in der Feuerwehr in Marersdorf. Da sind leider nicht so viele Leute gekommen. Sie kommen nicht auf uns zu und wollen mit uns reden. Oder tun sie nicht, ja. Matthias Stranz will eigentlich nur eines, Kontakt zur Außenwelt. Ein Bergretter, ein Feuerwehrmann, der schnell helfen will, wenn es sein muss. Doch seine Bedenken kommen auf der anderen Seite des Hügels nicht an. Ich bin noch nie gefragt worden. Mir bis heute noch kein Mensch, es sind die Ersten, die mich fragen, ob ich rede mit euch oder nicht. Aber bis heute hat mir noch keiner von den Gegnern gefragt, ob ich mit einer rede oder Argumente habe. Der Streit ist übrigens nur noch ein hypothetischer. Die Baubewilligung für den 5G-Masten ist abgelaufen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen jenen Menschen, die sich vor Handystrahlung fürchten, und denen, deren Weltbild in etwas Dunkles gekippt ist. Die Grenzen sind fließend. Aber siehst du, wie sie unsere Gegner immer wieder regen. Und die andere Bedrohung auf unsere Söhne legen. Dann sieh ich, was Finsters. Dann sieh ich, was Finsters. An diesem Punkt unserer Reise wird's wirklich finster. Wir befinden uns jetzt in der Welt der Verschwörungserzählungen, die uns, unseren Mitmenschen und der Gesellschaft wirklich schaden können. Die Angst vor Chemtrails mag man ja gerade noch belächeln. Oder die Behauptung, dass die Mondlandung nicht wirklich stattgefunden hat. Von mir aus glaubt es halt. Aber diese Erzählungen sind nichts anderes als ein groß angelegter Angriff auf die Wissenschaft und deren Erkenntnisse. Kein Vertrauen mehr in gar nichts. Eine auch bei uns sehr populäre Verschwörungserzählung stellt alles, was die wissenschaftliche Gemeinschaft erarbeitet hat, in Frage. Die Klimakrise sei eine Lüge. Auch hier zigtausende Menschen, die sagen, gibt's nicht. Spüren tun das alle jeden Tag, aber sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Und das kann man aber über Temperaturkurven und anderes und CO2-Ausstoß, das passt alles sehr gut mittlerweile zusammen. Auch hier, wir werden immer wieder neue Daten nachliefern, aber mittlerweile gibt es Messreihen über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir haben jedes Jahr fast ein Rekordjahr, was Temperaturen und so weiter betrifft. Das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Und wer hier behauptet, das wäre schon immer so gewesen, dem kann man das eindeutig widerlegen durch historische Kurven. Eindeutige Belege. Ja, was bringen die, wenn sie einfach nicht mehr angenommen werden und uns, den Vertretern der Mainstream-Medien und der Lügenpresse, unterstellt wird, wir wären selbst Teil der Verschwörung. Was hätten wir davon? Lügner. Es werden im ORF immer nur diese Menschen gefragt und eingeladen, die regierungskonform sind. Und wenn wir uns nicht aufstehen, dann wird es auch euch in Zukunft schlecht gehen. Ja? Und ich hoffe, dass den ORF dann einmal irgendwann auch antragen, weil er eh unnötig ist. Verrückt sind sie. Sie sind verrückt. Sie sind geistig krank. Und der ORF spielt da mit. Wir müssen zahlen. Ich melde mich jetzt ab. Was ist da passiert? Woher dieses Misstrauen? Erstens sind Medien nicht perfekt.
Das heißt, man wird Dinge finden, die falsch sind, die nicht optimal gelaufen sind. Das Zweite ist, wir haben schon eine rechtspopulistische Partei in Österreich, die über Jahrzehnte hinweg diese Erzählung verbreitet hat und ich glaube, sehr stringent und vehement. Aber der Begriff Lügenpresse, der ist ja kein Ausdruck einer differenzierten Medienkritik, sondern eigentlich schon einer Verschwörungserzählung, nämlich dass die Medien gleichgesteuert werden und gezielt lügen würden. Ist jetzt Social Media an allem schuld? Es ist tatsächlich eine Desinformationsbeschleunigung, die wir da sehen. Ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt die QAnon-Erzählung, die besagt, dass eine dunkle Elite Kinder entführen würde, ihnen das Blut absaugen und damit das eigene Leben verlängern. Und Donald Trump sei sozusagen der Mann, der dagegen kämpft. Das ist eine Erzählung, die gab es in den USA. Und mittlerweile gibt es Leute in Niederösterreich, die sowas glauben. Und das wäre vor dem Internet nicht so leicht gegangen, dass solche wirklich wilde Erzählungen bis zu uns vordringen. Das ist schon leichter geworden über diese Globalisierung der Information, die letztlich auch eine Globalisierung der Desinformation ist. Also Moment, es ist nicht alles schlecht im Internet. Gerald radikalisierte sich dort zwar zum Verschwörungsideologen, er kam aber auch durch das Internet wieder zurück in die Realität. Heute nutzt er selbst die Spielregeln von YouTube und Co., um den vielen Verschwörungsfantasien und Fake News oder, wie man sie hierzulande neuerdings nennt, falschen Fakten entgegenzutreten. Ich bin mit der Herangehensweise gestartet, dass ich sage, ich mache was über Chemtrail-Gläubige, über Flacherdler, ja. Und dann kommt eben die Pandemie daher und plötzlich hieß es QAnon und Reichsbürger und Impfen, gerade wieder voll aktuell, ja. Impfkritik gibt es schon immer, Impfverschwörungstheorien hat es schon oft gegeben, ja. Aber in was für ein Ausmaß, dass das jetzt daherholt, das hat mich total überrascht. Da gibt es wildeste Verschwörungstheorien, die pflanzen sich fort von einem Forum ins nächste Forum und es endet damit, dass ein Typ mit einem Sturmgewehr in einer Pizzeria stürmt und im Keller Kinder befreien will und wie er merkt, es gibt gar keinen Keller in dem Gebäude, lässt er sich widerstandslos festnehmen. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen ganz einfach die Worte bei sowas. Und auch wenn das jetzt die USA waren und die ein bisschen radikaler drauf sind als wir, habe ich doch die Angst ein bisschen, dass solche radikalen Aktionen auch zu uns kommen. Vor radikalen Aktionen wütender Verschwörungsideologen gegen ihn fürchtet sich Gerald selbst nicht. Auch wenn es online durchaus mal schnell eskalieren kann. Ich will Menschen erreichen. Ja, das ist mir der größte Lohn. Und wenn wer mit mir argumentieren oder streiten will, dann soll er es machen, ja. Ich habe jetzt keine Angst davor, dass mir irgendwer das Auto kratzt oder so, ja. Und wann gibt es Anzeige? Was? Falschinformationen zu entkräften, das ist gefühlt ein Kampf gegen Windmühlen. Denn die Pandemie verleiht der Verschwörungsideologie immer wieder neuen Auftrieb. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aktueller Status. Eine Krankheit, die offensichtlich existiert, soll es nicht geben. Corona, das ist eigentlich eine Erfindung. Ja, von wem denn? Von dem Mann, der uns alle schon mit Windows Vista, die früheren Jahrgänge werden sich erinnern, gestraft hat. Bill Gates. Er will uns nicht nur chippen, nein, er ist auch der Antichrist persönlich. Angeblich, wenn man eine komplizierte Umdeutung der Buchstaben seines Namens in Zahlen vollzieht, kommt die Teufelszahl 666 heraus. Ja, kann das alles Zufall sein? In Ihrer Arbeit, ist Ihnen schon einmal jemand begegnet, der oder die eine Begründung hatte, warum Bill Gates uns alle krank machen will? Es wird einfach immer gesucht nach einer Person, ein Gesicht, den kennen einfach alle und es ist bequem, dass man die als Projektionsfläche verwendet für alle möglichen Ängste. Die Grundangst ist irgendeine, dass ich überfordert bin, dass ich in dieser Gesellschaft irgendwie nicht mehr mitkomme, dass ich mit der Technologie nicht mehr mitkomme. Und dann gibt es halt einfach eine Person, die ist böse, die ist an allem schuld und das entlastet dann simple Erklärungen für komplexe Prozesse. Aber wozu sollten uns denn alle anlügen? Wem nützt das alles? Das ist die Lieblingsfrage der Menschen da draußen auf den Demos und auf Telegram. Und die Antwort darauf liefern sie meist gleich mit. Einer kleinen, mächtigen Elite. Oh, du lieber Augustin, nicht jede Arbeit hat einen Sinn. Ich weiß eh, dass ich wo angerannt bin. Alles easy, alles easy.
Der Aufbau der Verschwörungserzählungen der wirklich Großen ist immer ähnlich. Gut gegen Böse, die Guten sind wir hier unten und die Bösen, das sind die da oben. Und die Bösen, die kommen manchmal in, sagen wir mal, kreativen Erscheinungsformen daher. Angela Merkel, ein Echsenmensch, man sieht es an den Augen. Oder wir sind alle in einer Simulation gefangene Spielfiguren einer uns weit überlegenen Zivilisation. Eventuell sind es auch Aliens, Lichtwesen oder Nazis, die uns aus dem Inneren der Erde kontrollieren, weil die Erde, die ist nämlich hohl. Außer natürlich, sie ist doch eine Scheibe. Von hier oben kann ich das leider nicht beurteilen. Menschen trinken Kinderblut, die Erde ist flach und Bill Gates will uns chippen. Was macht das mit unserer Demokratie, mit unserem Zusammenleben? Menschen suchen nach Orientierungspunkten, manchmal verzweifelt, und dann kann der Orientierungspunkt auch der größte Trottel sein. Ich habe mir noch gar keine neue Frage überlegt. War's das schon? Das war's im Prinzip, denn wenn Menschen Dinge in unserer Welt nicht verstehen, sich benachteiligt fühlen, sich von irgendjemand unterdrückt fühlen, dann suchen sie einen Orientierungspunkt, der ihnen das erklärt. Und wenn auch Medien, Bildungssysteme versagen, dann kann dieser Orientierungspunkt auch der größte Trottel sein. Peter, die Summe der Verschwörungstheorien, haben die irgendetwas Gemeinsames, was du entdecken kannst in deiner politisch kommentierten Arbeit? Es gibt zwei Gemeinsamkeiten. Einerseits eine Gruppe der Spinner, der Verängstigten, der Benachteiligten, die Halt suchen in Verschwörungstheorien. Und zweitens Menschen, die die Theorien vielleicht gar nicht glauben, die die Demokratie ins Wanken bringen wollen, die Rassismus damit transportieren wollen oder auch Antisemitismus, Juden würden Blut trinken und ähnliche Unsinnigkeiten. Also eine antisemitische Komponente liegt in so mancher Verschwörungserzählung drin. Die Mafia der Ostküste bis zum jüdischen Großkapital ist nicht eine Verschwörungstheorie im politischen Sinn, sondern das ist widerlicher Antisemitismus. Antisemitismus und auch Holocaustleugnung verpackt in Verschwörungserzählung, das trifft sie persönlich. Viktoria Borochow ist Studentin und Jüdin und lebt in Wien. Und was sie in ihrer Stadt sieht, macht ihr aktuell Angst. Wenn ich Leute sehe, die auf der Straße den Davidstern mit nicht geimpft tragen, wenn ich Leute sehe, die auf Kundgebungen sich mit Sophie Scholl und Anne Frank vergleichen und den Holocaust verharmlosen, ist es unfassbar bedrückend. Es ist unfassbar traurig, es ist schockierend, es ist beängstigend. Auch wenn viele Menschen auf den Demos keine Holocaustleugner oder Rechtsextremisten sind, es stört sie offenbar nicht, mit genau diesen mitzulaufen. Und einen Namen hört man oft, den des jüdischen Milliardärs George Soros. Der Herr Soros steckt da dahinter und der Herr Kurz ist ja eigentlich nur eine Marionette für die Frau Merkel und die Frau Merkel ist wieder eine Marionette für das große Kapital und so weiter. Der dahinter steckt, der kommt erst. Den bringen sie erst, wenn das Chaos da ist. Der Kurz war ja in Amerika beim Bill Gates und beim Soros und in Washington. Und dort kriegt er seine Briefings. Da gibt es Briefings, da gibt es die Bilderberger, die sitzen in der ganzen Welt. Dort werden die Sachen besprochen und Jahre später wird es gemacht. Vor den allwöchentlichen Schwurbeldemos warnt mittlerweile auch die israelitische Kultusgemeinde in Wien. Jüdinnen und Juden sollen dann Spaziergänge in der Stadt vermeiden. Dass mir einfach gesagt wird, dass ich in meiner Heimatstadt in Wien nicht auf die Straße gehen kann und vor Angst zu Hause sitzen bleiben soll, das ist einfach. Ich könnte anfangen zu weinen. Ich habe Angst um die Sicherheit von meiner Familie, die zum Schabbat in die Synagogen gehen. Ich habe Angst um meine Bekannte aus der Gemeinde. Es ist einfach. Nein, es ist einfach nicht cool. Vor allem die ganze Polizei überall. Ich krieg Angstzustände, wenn ich sowas miterlebe. Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes beschäftigt sich seit Jahren mit Extremismus und er kennt die Codes, wie zum Beispiel das Bild einer Schlange, über die der Antisemitismus seinen Weg in die Verschwörungserzählungen findet und wie hartnäckig er dort verankert ist.
Gerade in den verschwörungsfantastischen Zirkeln sitzt der Antisemitismus generell sehr locker. Das liegt daran, dass Juden über Jahrhunderte etabliert worden als sozusagen die prototypischen Sündenböcke. Ne? Das hat eine jahrhundertelange Geschichte, geht zurück bis zum Urvorwurf des Antisemitismus, dem Gottesmordvorwurf an die Juden. Werden wir das je los? Den Antisemitismus? Ja, ich frage Sie deshalb, weil es ist doch erstaunlich, dass egal welche Krise auf der Welt irgendwo ausbricht, zumindest in unseren Breitengraden, ratzfatz geht's wieder los mit antisemitischen Parolen. Es gibt da unterschiedlichste Begriffe, die als Sündenböcke rumgeistern. Aktuell sehr populär ist zum Beispiel jener der Globalisten. Es ist die Rede von neue Weltordnung, ist die Rede vom Great Reset, World Economic Forum, Bilderberger, alles Mögliche. Ja, das ist nicht explizit von den Juden die Rede, aber tatsächlich ist es so, dass man auch solche Verschwörungserzählungen, in denen jetzt explizit nicht Juden vorkommen, als strukturell antisemitisch verstehen kann. Und ich sehe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht, dass sich das christliche Abendland da bald davon lösen wird. Der von Weilinger angesprochene Great Reset, der große Neustart, ist als Verschwörungserzählung einer der großen Pandemiegewinner. Ihren Ursprung hat sie in einer tatsächlich existierenden Initiative des Weltwirtschaftsforums, dessen Gründer Martin Schwab schrieb dazu ein Buch, The Great Reset eben. Business has to act as a social organism and serve people, the planet and society. At large. Die Zäsur durch die Pandemie solle genützt werden, um den Kapitalismus im Sinne des Autors besser zu machen, sozialer, nachhaltiger. Die Verschwörungsideologen bastelten sich daraus ihre eigene Welt. Corona sei im Labor kreiert worden, um den Planeten ins Chaos zu stürzen und auf dessen Ruinen eine marxistische Ökodiktatur der Tech-Elite zu erbauen. Ich denke, The Great Reset ist ein gutes Beispiel dafür, dass gar nicht wenige Verschwörungserzählungen ja nicht hundertprozentig aus den Fingern gesogen sind, sondern irgendwo einen Anker in der Realität haben. Verschwörungsfantastisch wird das Ganze zum einen dort, wo Ursache und Wirkung vertauscht werden, also wo etwa argumentiert wird, dass diese ganze Corona-Pandemie überhaupt nur inszeniert worden wäre, damit man diesen Plan umsetzen kann. Und verschwörungsfantastisch wird es dort, wo man einfach den Inhalt dieses Programms in einer Monstrosität aufbläst, wo es dann vermeintlich darum geht, das Privateigentum abzuschaffen, den Menschen überhaupt abzuschaffen, also die ganze Welt einer Knechtschaft, einer weltherrschaftsgierigen Elite zu unterwerfen. Die Menschheit getäuscht, geknechtet, ausgerottet von einer böswilligen kleinen Elite mit sinistren Absichten. So sieht er also aus, der Kaninchenbau am Ende meiner Reise zur Endstation Verschwörung. Hier angekommen steht die Welt auf dem Kopf. Ein Irrgarten, aus dem man so schnell nicht mehr herauskommt, hat man sich erst einmal darin verrannt. Schon gar nicht ohne Hilfe. Gerald war lange selbst in einem gefangen, aber zu meinem Glück kennt er mittlerweile den Ausgang. Wie schwer war es für dich, aus deinem Labyrinth herauszufinden? Das eigentliche Herausfinden war nicht so schwer, aber sich das Eingestehen, dass man jetzt ein paar Jahre in einer Traumwelt gelebt hat, das war schwer. Was wäre passiert, wenn du es nicht geschafft hättest, wenn es dir nicht gelungen wäre, da wieder einen anderen Weg zu gehen? Ich glaube, dass ich beruflich weit nicht so erfolgreich geworden war, wie ich jetzt bin. Ich bin jetzt kein Superstar in der Arbeit, aber ein bisschen was habe ich zusammengebracht. Ein Haus hätte ich mir so nicht leisten können wahrscheinlich. Und die Langzeitfreundin und das Kind, ob das eine stabile Beziehung gewesen war, das weiß ich nicht. Drinnen in der Stadt wird es jetzt ruhiger. Die Demonstration, die ist aufgelöst. Und auch ich spaziere langsam jetzt nach Hause. Aber eine Sache, die möchte ich noch erledigen. Fix ist, auf so manches werden wir uns wohl nie einigen können. Wir können nur auf sie hoffen. Auf die Erleuchtung. Jo, der Bruder, der schreit voll auf der Schmerz. Das beweist uns, er hat ein Herz.
ich bin ein simpler Mann mit simplen Glaubenssätzen. Ich glaube an die Wissenschaft, aber ich glaube auch an die Menschheit. Und das muss zumindest für heute einmal reichen.